Ja, der Knobelspaß, wollte ich. Der Knobelspaß mit Flexi. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show um 23:06 Uhr, ein bisschen später, ein paar Minütchen. Ja, wir haben heute, mein Gott, Pickepacke von Leute, die Let's Play Live Show ist ja unglaublich. Und damit herzlich willkommen zum Let's Play an Mechanical Extended Edition. Gibt's, hallo, bin erst da. Ja, super, Rotzel. Grüße dich. Glückwunsch zum Platz 1 im Chat. Ja, ich hatte es mir, könnt ihr euch auch runterladen, ist ja noch kostenlos diesen Monat. Ja, gibt es ja immer diese drei kostenlosen Spiele im PlayStation Store und gibt es diesen Monat kostenlos zum Runterladen. Ich hatte es mir mal angeguckt privat, ich habe mal so die ersten 5 bis 10 Minuten kurz angespielt und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Also ich war sehr begeistert von den ersten paar Sachen, die ich da gesehen habe und was da zu tun gab. Und da fehlt ein H im T, was im Titel? Da fehlt ein H im Titel? Mein H im Titel? Ach, Tatsache. Moment. Ich werde das mal eben korrigieren. Anmerken. Stimmt, da hatte ich mich verschrieben. Ich habe das H vergessen. Gut aufgepasst. Unglaublich. Gut aufgepasst, Hintrui. Gut aufgepasst. Dann haben wir das noch eben geändert. Ja. Ist es ein Knobelspiel, ein kleines Rätsel-Kniffelspiel? Ihr kennt mich, ich liebe so kleine Rätsel- und Kniffelspielchen. Es gibt auch im Store seit diesem Monat Talos Principle. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich es mir dann irgendwann mal zulege. Es ist nämlich auch ein sehr, sehr geiles Knobel- und Rätselspiel. Ich liebe sowas. Und das werden wir jetzt zusammen gemeinsam anfangen. Ich drücke die Optionstaste und ich mache natürlich nicht Continue. Alter, ist es laut. Und wir sehen ein Herz. Habe ich noch nie gesehen. Wir machen natürlich ein neues Game. Ja, ich möchte überschreiben. Und dann geht's auch schon los. Worum es geht, weiß ich nicht. Lasst euch überraschen. Wir werden sehen. So. Hui. Wir fliegen mit unserer kleinen Family. Oh, was ist das? Das für 40 Euro, ne, Flexi? Was? Weiß ich nicht. Gibt's, wie gesagt, kostenlos für Plusmitglieder diesen Monat. Da ist er ja! Wo ist mir gerade auf Twitch nicht angezeigt? Grip Games. Total Studios. Und wir fliegen durch die Röhre hoch. Talwar Games. Talwar Games. Unmechanical Extended. Alter, ist das laut. Das ist ja. Das ist so laut. Und da sind wir auch schon. Irgendwie wurden wir entführt. Ich weiß nicht warum, wir wurden auf jeden Fall entführt. Hallo Chilekle, willkommen zurück. Nein, es ist kein Horrorspiel. Ja? Heute gibt es mal leider keinen Horror, aber dafür ein interessantes Spiel. Lasst euch überraschen. So, wir können fliegen. Hui! Wir sind ein kleiner Roboter mit einem Propeller dran. Wer träumt nicht davon, ein kleiner Roboter mit Propeller dran zu sein? Ich meine, das neue Rätselspiel. Ach so, ja, genau, das für 40 Euro, genau, Talos Principle. Und ja, wir können so ein bisschen rumfliegen und wir werden uns mal ein wenig durch die Gegend fliegen. Und wir schauen mal. Und wir können auch Gegenstände aufnehmen. Wir werden mal hier ein wenig alles freiräumen. So, da kommen wir auch schon da durch. Können wir eventuell auch holen. Ja, sehr cool. Auch eine coole Story hat's. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hoch. Sondern mal schauen, wo wir lang müssen. Vielleicht müssen wir auch einfach hier lang. Schalter umgelegt und die Tür geht offen. Habe ich mir schon geholt. Es ist richtig cool. Ah, okay, geil.
Ja, wie gesagt, also ich liebe solche Spiele. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Knöpfchen. Ah, verstehe. So, wir können also Steine mitnehmen. So, und so. Das ist ja noch relativ einfach. Gute Nacht an Flex und alle im Stream. Ja, super Tux, war klar, dass du dich verabschiedest. Mach's gut, schlaf gut. Warum sich auch mal auf Indie-Games einlassen? Ne? Aber wie gesagt, jedem das Seine, jeder... Puh. Jedem das Seine. So. Ich glaube, wir müssen hier die Klappe öffnen. Hui. Und dann fliegen wir durch die Röhre. Mich würde echt mal interessieren, wie, wo das dort... Huch, huch, huch. Wie lustig der auch die Augen zumacht, ne? Unser kleiner Robi. Robi-Roboter. Bin gespannt, wo das raus... Wo das noch hinausläuft raus. Was haben wir denn hier? Okay, da oben kommt was rausgeschossen. Sieht aus, als würden wir das brauchen. Die Frage ist nur, wofür... Ah, okay. Da oben ist eine Tür links. Die müssen wir irgendwie öffnen. Wenn wir die Steine hier wegräumen. Ich glaube, ich weiß, was wir da brauchen. Ich glaube, wir müssen oben einen Stein hinlegen, damit die Kugel stehen bleibt. Boah, ist das schwer. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Ja, Mann, ja, Mann. Bin gar nicht so doof, wie ich aussehe, ne? Ah, okay, das hat funktioniert. Sehr schön. So, geht's weiter. Okay, ich muss mir jetzt dazu sagen, die ersten paar Rätsel habe ich schon gelöst gehabt, die ich privat gespielt habe. Das, was jetzt kommt, ist so geil. Kennt einer von euch noch dieses Spiel mit den, leuchtenden, Was? Und wo ist das? Was? Fliegwatüt? Wenn er Robi heißt? Kennt ihr das noch, dieses Spiel, dieses, heißt das Simon sagt, wo die Lampen angehen und man immer so nachdrücken muss, wie die Lampenreihenfolge war? So ungefähr ist das hier. Rot, gelb, grün. Rot, gelb und grün. Na, na. So, ein Rätsel haben wir. Geht's weiter. Rot, grün, blau, gelb. Rot, grün, blau, gelb. Okay. Rot, grün, blau und gelb. So, noch ein Rätsel. Rot, blau, blau. Grün. Grün. Rot, zweimal blau, zweimal grün. Na. Ja. Und die Tür öffnet sich. Haben wir da ein Secret da hinten in der Ecke? Sehe ich das richtig oder was ist das? Nein, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Secret oder so Collectible. Okay. So. Was? Da kommen wir anscheinend... Was haben wir denn hier? Müssen wir es mitnehmen? Ich nehme das mal mit. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür wir das brauchen. Nimm das mal. Okay. Ich schmeiß das jetzt einfach mal hier unten rein in den...
Vielleicht muss das auch da rein. Ich probiere das mal. Geh da rein. Ich glaube, das war richtig. Wir kommen noch nicht rein. Das Spiel hat gespeichert. Schau mal, wie es weitergeht. Ja, ja, bis 24 Uhr. Ja, ja. So. Wir sind schon gut weit gekommen. Also, gut, wie gesagt, das sind auch noch Stellen, die ich hier selber schon gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie weit... Okay, ach ja, stimmt, genau, das war das gewesen. Wir müssen alle vier Schalter aktivieren, bis auf, glaube ich, einen. Ich weiß jetzt nicht genau welchen. Dazu brauchen wir die Sachen hier. Wie gesagt, das Rätsel hatte ich auch schon. Ich meine, danach habe ich, glaube ich, aufgehört zu spielen. Hashtag Horror. So. Dadurch, dass die Blöcke nicht so viel Gewicht haben, werden wir wahrscheinlich, denke ich mal, noch den Träger brauchen. So war das, glaube ich. So. Die Physik ist ganz lustig. Genau, und jetzt müssen wir den Träger noch benutzen. Das Problem war aber gewesen, dass ein Schalter ausbleiben musste. Der ist schwer, der Träger. Huch. Einer musste, glaube ich, ausbleiben. Was haben wir hier? Das geht nicht, okay. Wie war denn das nochmal, verdammt? Das ist jetzt der Vorführeffekt. Verdammt, wie war denn das nochmal gewesen? Da oben ist auf jeden Fall die Kugel. Irgendeine Sch... Na! Ich weiß nur, dass irgendein Schaltkreis musste definitiv... Verdammt, wie war denn das nochmal gewesen? Jetzt muss ich selber erstmal nochmal gucken. Moment. Okay, der musste, glaube ich, ausbleiben. Warte, warte, warte. Hallo? Der zweite von links. Weil der obere muss... Geh weg. Neu. Das ist der. Der ist das. Der muss aus... Okay, Moment. Dann kann das ja eigentlich nur so sein. Dass wir den ein bisschen nach hier schieben müssen. Und dann... Na, wisst du wohl... Verdammt. Aber Moment, dann können wir den ja da drauflegen. Dann ist das Gewicht ja schwerer, ne? Oder? Ja, Mann. Genau so. Genau so, nicht anders. Nehmen wir mal mit. Okay. Ah, wir müssen das, dass es passt hinten. Um Gottes Willen. Zombie kostet, was, 6 Euro bei Halloween? War das nicht was mit 14 Euro? Das war ja einfach.
Das war ja einfach. So, nehmen wir mal mit. Und dann geht's da rein für dich. Ja, Mann! So. Und ich glaube auch, ich glaube, ab jetzt hatte ich dann auch aufgehört zu spielen. Also das, was jetzt kommt, war für mich auch, ist für mich auch neu. Also das, was jetzt kommt, habe ich selber nicht gemacht. Das war jetzt alles... Ach, das ist gleichzeitig auch Licht. Ja, das ist super. Hallo? Okay, vielleicht doch Horror? Ah, verstehe. Wir brauchen noch 3 von diesen Lichtern. Aber wo kriegen wir die her? Um das Herz irgendwie vielleicht zum Schlagen zu bringen, oder? Boah, wie cool das aber auch aussieht, ne? Ist der Hammer. Ich würde sagen, für YouTube machen wir eine klitzekleine Pause. Also, bis gleich.